Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen, liebe Leute, zurück zu HD & Tactics. Ich habe den Sound noch ein bisschen raufgemacht, vor allem von der Musik, die ist ja ganz cool, aber die dümpelt so im Hintergrund herum und wir wollten die jetzt mal ein bisschen boosten. Folge 2, wir haben nun den Inquisitor am Start, den Geistigen Worg und Duelland Drogr und wir kämpfen einen Elitekampf. Mal schauen, was uns da erwartet. Da ist der Worg. Der Worg kann vielleicht ein bisschen zurück. Denn wir haben zwei, die mehr Leben haben. Der Worg wird wahrscheinlich schneller, also wird die wahrscheinlich überholen. Aber erstmal sollte er sich hinten aufhalten. Oh, okay, die Musik ist vielleicht doch ein bisschen zu krass laut. Zumindest ballert es mir die Ohren fast weg. So, gut, wir haben eine Riesenviper, die sieht auch richtig cool aus. Bin immer so ein Fan von so Tiereinheiten, ich mag das einfach. Vorhin Enchantress war mein Lieblingsrun, der, wo wir lauter Tiere hatten. Ich glaube Run 2 oder 3 sogar, findet sie in der Vorhin Enchantress Playlist. Und das war so cool und ja, wäre natürlich cool, wenn es auch hier die Möglichkeit gäbe, Leute auf seine Seite zu holen und dann die Möglichkeit, irgendeinen Skill zu haben, der sagt, okay, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es, dass diese Riesenviper zu mir übergeht in mein Team. Das wäre halt der Hammer. Okay, und dann haben wir noch so Baby-Vipern. Gut. Okay, Macht erhalten, Schild erhalten und stoße eine Einheit in eine bestimmte Richtung. Ja, das bringt uns eigentlich relativ wenig. Ich werde mal ein Schild reinballern, eventuell in meinen Haupthelden. Dann machen wir ein bisschen Macht. Und nochmal ein bisschen Macht. Und let's go. Kampfphase. Es gibt übrigens keine andere Möglichkeit, da irgendwie... warte mal, doch, da. Ich nehme alles zurück. Da ist die Kameraoption. Die ist nur gesperrt. Man kann reinzoomen. Es ist ein bisschen frickelig, meiner Meinung nach. Oder ich bin noch nicht so erfahren mit diesem Kameratool. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne... noch sagen, dass die Kamera vielleicht ein bisschen weiter rauf soll, weil die sehr nach unten zentriert ist. Aber so wie ich das sehe, geht das gerade nicht. Also wir sehen hier unsere Viecher, wie sie Schaden machen. Boah, wie der Wolf aussieht hier. Geil. Aber ich würde halt ganz gerne nicht in die Mitte zentriert sein, sondern da richtig was vom Kampf mitbekommen. Okay. Wenn du bla 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 in der Hand beendest, erhalten alle Verbündeten 5 Verfall erschöpfen. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Die sollten wir ausspielen, die kostet uns aber... einen Energiepunkt. Machen wir das mal. Halte für den Rest des Kampfes 35 Macht jede Sekunde und erschöpft und dann hätten wir noch die 190 Schaden und Fraktur. Machen wir vielleicht das mit der Fraktur. Mhm. Und dann schauen wir uns das mal in näher an. Ja, okay, wie der Wolf springt. Zum Glück gehen sie nicht auf den Wolf. Sie greifen eher den Draugr an. Und der Wolf kann reinhacken.
Der Boss von denen kassiert ganz schön. Das wäre aber ganz cool, wenn wir uns irgendwie heilen könnten. Habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das zu machen. Schon wieder dieser dumme Schlangenbiss. Den müssen wir wieder loswerden. Verwandle alles Schild in Macht um. Da bräuchten wir aber erstmal Schild, damit wir dann Macht uns gönnen. Verursache 100 Schaden, die Kopie. Ja, ist aber gratis, das heißt, das machen wir gerne. Weiß nicht, ob wir vielleicht da hinten wen angreifen sollten. Oder ob wir erstmal den Boss platt machen. Jetzt haben wir schon angefangen mit dem Boss. Dann versuchen wir da weiterzumachen. Mein Gott, ist das ein bisschen friemelig mit der Kamera. Und Schild haue ich mir auch noch drauf. Meinem Haupthelden muss ich die Kamera wieder ein bisschen drehen, damit ich das Schild anwenden kann. Und dann schauen wir uns das wieder aus der Nähe an. Ja, okay. Der Wolf. Die geht drauf, die Schlange. Yes, 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 yes. Das hat gut funktioniert. Unser Draugr ist auch ein bisschen am Sackel. Aber leider kann ich jetzt nicht mehr irgendwie arretieren, dass jemand den Platz tauscht. Jetzt haben wir noch die kleinen Dinger. Boah, zweimal Schlangenbiss. Ihr seid aber auch dreckige Halunken. Haben wir nur noch eine Energie. Dann machen wir mal Schaden. Und dann machen wir nochmal Schaden. Wow, man sieht außer Bäumen gar nichts. Der Wolf rastet wieder komplett aus. Wow, mega crushing blow. So, und eine Schlange haben wir noch. Drei gegen einen. Jetzt sieht das schon geil aus. Hier noch 108 Leben. Kein Schlangenbiss diesmal. Ich werde die Kamera wieder umdrehen. Da hauen wir uns vielleicht noch einmal in ein Schild rein, dass der nicht gleich aufs Maul kriegt. Diese Kamera, Leute. Ei. Verursacht 100 Schaden, dann machen wir noch ein bisschen Macht rein und hier auch noch ein bisschen Macht und dann let's go. Bäm, knallen man weg. Wir kriegen 100 Gold, eine Beschwerderune, erhalte eine zufällige Leidenkarte, es kostet 0 in dieser Runde. Eine zufällige Leidenkarte ist jetzt nicht so geil. Wo ist da jetzt der Vorteil davon? Nehmen wir uns lieber so einen Einheitenbanner. Da können wir nämlich wählen oder aufsteigen lassen. Oh, und er regeneriert sich nicht. Der auf der Ersatzbank schon. Interessant. Vielleicht ist die Ersatzbank dafür da, um sich zu regenerieren. Oder ist es einfach immer nach jedem Kampf, dass jeder ein bisschen hochgeheilt wird. Hat er nämlich, glaube ich, ein bisschen weniger, oder? Hat er nicht weniger Leben als vorher? Aufwertung. Wenn ich den aufwerten würde, was gäbe es dann? Mehr DPS und mehr Damage. Oder ich würde ihn in die Stalker-Richtung verwandeln. Dann wieder zum Stalker. Bram Stalkers Dracula. Okay, und da hätten wir dann Fähigkeiten. Das mit dem Schweigen. Oder himmlisch. Schütze deine Einheiten vor Schaden. Das ist ja langweilig. Ich glaube, wählen ist gar nicht so verkehrt. Vielleicht den einen hier auf die Ersatzbank packen können.
Okay, gerade am Anfang, glaube ich, ist es ganz gut zu wählen und dann hat man einen Einheitenpool und den kann man dann aufwerten. Wäre zumindest jetzt so meine geplante Vorgehensweise. Den wollte ich mir eigentlich nur anschauen, aber okay, haben wir den Marmor-Gargoyle gleich genommen. Okay, schade, dass man nicht irgendwo noch auf Bestätigen klicken muss, sondern dass ein Klick reicht, um den auszuwählen. Ich dachte, ich kann mir den irgendwie noch cooler anzeigen lassen, wenn ich auf sein Bild klicke, dass man den in groß sieht oder so, aber naja. Dann haben wir halt den Gargoyle. Packen wir den gleich rein und den anderen auf die Ersatzbank. Eine Karte holen wir uns auch. Lege die Karten aus dem Erschöpftstapel auf deine Hand. Kostet 2. Aber diese eine coole Karte würden wir dann dadurch wieder zurückbekommen. Kostet aber wie gesagt 2. Gewinnen Sie Würzen für 7 Sekunden und erhalte Stacheln. Verursacht die gestapelte Anzahl aus Schaden beim Angriff und skinnt, ich würde sagen, sinkt dann um 1. Kostet 3, ist ganz schön krass. 15 Stacheln, das heißt, wenn man angegriffen wird, denke ich mal, kriegt der Gegner stattdessen Schaden in die Fresse und erhalte 50 Mana. Mana brauchen wir, um unsere Skills zu sprechen. Würde ich mal tippen. So, davor. Ist jetzt nicht so der Hammer. Ich könnte es auch überspringen. Da will ich nichts kriegen, außer 10 Gold. 42 Gold haben wir im Moment. Ja, mei, das ist mal alles ein bisschen zu teuer. Nehmen wir die noch teurere. Und die Beschwerderune. Was auch immer uns das bringen soll. Wir bekommen eine Reinigungsrune, cool, jetzt haben wir eine Beschwerde und eine Reinigungsrune, nice, und eine Hauskatze. Wann immer Sie einen Rastplatz betreten, können Sie Ihrer Gruppe eine Einheit hinzufügen. Rastplatz haben wir noch 2, geplanterweise. Okay, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich nach links oder rechts gehe. Nachteil an dem rechten Weg ist, dass wir da nochmal einen Elite-Kampf haben. Dann nochmal einen normalen und dann nur einmal rasten können. Hingegen hier würden wir sogar Zufallsbegegnungen haben. Dann nochmal einen Shop können und dann zweimal rasten können. Mal schauen, was das uns bringt. Ich gehe nach links. Left. Ibis. Ja, so sieht das mal gut aus. Noch funktioniert es mit der Kamera, bevor sie dann wieder apeshit geht. Noch zentriert sie richtig. Es wäre halt nur cool, dann im Nachhinein die Kamera noch adjustieren zu können. Und wir kämpfen wieder gegen Schlangen und winzige Golems. Boah, der Golem hat ja nicht so viel Leben. Was hat er für eine Fähigkeit? Er stellt einen Klon. Mal schauen, ob der in den Nahkampf muss. Zumindest hat er ja... Ja gut, vielleicht macht er Mana-Schaden oder sowas. Weiß ich noch nicht genau. Das heißt, wir haben gerade mal einen, der in den Nahkampf kommt. Ja, vielleicht der Wolf noch. Und der Golem bleibt erstmal so ein bisschen außen vor. Verursacht 100 Schaden. Das machen wir doch gleich mal. Könnte man natürlich auch auf da hinten sprechen. Dass die mal nicht nerven da hinten mit ihren blöden Karten, die sie uns immer reinhauen. Schild. Und er kriegt auch ein Schild. Und dann let's go. Kampfphase. Der Wolf rastet wieder komplett aus. Und der Gargoyle schießt auch aus der Ferne. Okay, das ist ganz gut, dass der da hinten steht. Bam. Da haut er irgendwas Tolles raus. Einheit wegstoßen. 100 Schaden.
Ja, das war die coole Karte. Mach mal auf unseren Schlangenfreund da hinten. Mhm, 190 Schaden, ja, das wäre doch perfekt. Dann haben wir den schon mal weg. Ausgezeichnet. Und wir haben sogar noch Energie. Dann hauen wir uns noch ein bisschen Macht rein. Macht ja nichts, let's go. Wie dämlich dieses Steinwesen aussieht. Da sieht unser epileptischer Wolf schon cool aus. Ah ja, jetzt haben wir die Kopie von dem Gargoyle. Das ist richtig mies. 43 Leben. Eieieiei. Das Stachelige würde ich gerne ausprobieren. Gewinne sie Würzen. Na dann bringen wir doch mal Würze rein. Mhm. Sieht nach einer guten Würze aus. Lecker, lecker, lecker. Den haben wir schon mal platt gemacht. Und jetzt laufen sie los, um sich die letzte Schlange hier vorzunehmen. Kamera ist wieder ein bisschen im Panic-Modus. Schild in Macht umwandeln. Schild 13 und 37 Schild sogar. Aber ich muss sagen, auf wen das geht. Ich kann nicht sagen, generell alles umwandeln. Okay. Erhalte für den Rest des Kampfes 35 Macht jede Sekunde. Erschöpft. Mach mal einfach puren Damage ins Gesicht. Na komm, machen wir das mit der Macht. Und dann kriegst du auch nochmal ein bisschen Macht. Dann versuchen wir wieder ein bisschen hinzuzoomen. Und dann schauen wir mal, wie die Schlange gleich down gehen wird. Njam, njam, njam. Da beißt der Wolf rein. Und dann noch einmal die fette Axt. Zum Ende. Geil, 14 Gold und eine Karte bekommen wir auch. Gut, der eine ist schon wieder so halbwegs regeneriert. Dann können wir den... Na, lass mal noch drinnen. Lass mal noch. Und eine neue Karte. Nochmal stachelig. Geil. Zwei Karten ziehen oder verursache 100 Schaden. Wenn das Ziel ein Verbündeter ist, erhält es außerdem 150 Macht. Hä? Hey, was? Wieso sollte ich denn jemanden... Ich kann den eigenen schlagen und dafür entweder Macht kriegen oder Schaden. Okay. Nehmen wir's. Nehmen wir es einfach. Ich hinterfrage es nicht. Ich nehme es einfach. Einheitenbanner. Wählen und aufwerten. Ich würde gerne nochmal wählen, nachdem das beim letzten Mal nicht so gut geklappt hat. Ich würde mir jetzt nämlich gerne wirklich wen aussuchen von denen. Wir haben Minos, roter Minos und roter Quartel. Quartel ist eigentlich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Quartel-Fan bin. Eigentlich müsste das hier werden, aber mal schauen, was die so drauf haben. Schild, Macht, jedes Mal, wenn man Macht gewinnt, Drachenschwanz. Drachenschwanz ist mit dem angesammelten Schaden am Ende. Oh, 900 Gesundheit, nice. Flüchtig, Verbündete hatten 20 Macht und Schilde. Klon, Schild, Klon, bla bla, flüchtig, Macht. Wenn sie erstellt werden, flüchtig Verbündete. Also der Klon wahrscheinlich, oder? Von dem Gargoyle, der erstellt einen Klon. Das ist wahrscheinlich ein flüchtiger Verbündeter, I guess. Und der kommt mit mehr Mana und so weiter ins Leben und ins Spiel. Fähigkeit erzeugt 4 Sekunden lang Aura, die Schaden zufügt. Mhm. Wird jede Sekunde ausgewählt. Dann haben wir, gibt allen Verbündeten 2 Ertragen. Erlittener Schaden wird weniger.
Und erhalte aus dem 115 Schild, wenn du Schreien verwendest. Schreien. Aha. Irgendwie wäre ich mehr für den Minus. Der macht nämlich auch schön Damage. Hat nicht so viel Gesundheit. Aber irgendwie auch wenn ich... Hey, Quartel mag ich auch ganz gern, aber ich weiß nicht, die Fähigkeit ist halt... Mäh. 50 Schaden hinzufügt dem Benachbarten. Aber Odds are, der steht eh nicht vorne. Das heißt, ich weiß nicht, wer den Schaden dann kriegt. Ich würde eher sagen, der rote Minus, weil der steht hinten, also... Ist eh kein Gegner in der Nähe, außer irgendjemand lauft durch alle anderen. War bisher noch nicht der Fall. Also roter Minus. It is. Setzen wir den mal ein. Schauen wir mal, was er drauf hat. Fragezeichen, bla bla Text. Ja, nimm das Insekt, erhalten sie Parasitenrelikt. Jedes Mal, wenn du eine Zauberkarte spielst, werden die Kosten einer zufälligen Karte in deiner Hand diesen Zug um 1 reduziert, füge allen Verbündeten 15 Schaden zu. Oh, okay. Kosten reduziert, aber 15 Schaden für alle. Oder nein. Das Relikt ist dann, so wie das hier, permanent aktiv. Jedes Mal, wenn ich eine Zauberkarte spiele. Das heißt, ich könnte viel mehr rausrotzen. Aber auf der anderen Seite, Schaden kriege ich dann. Kriegen das alle oder nur einer? Allen Verbündeten? Nein, dann nicht. Dann nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Beutekiste. Es könnte nützlich sein, tausche dein ganzes Gold, 56, gegen ein zufälliges Relikt oder ich behalte mein Geld. Relikte sind relativ teuer. Man kann natürlich auch so ein Shit kriegen wie gerade eben, dieses Parasitendings. Aber ich würde sagen, go for it. In Bären gefangener 1000 Füßler. Allianzen bleiben aktiv, nachdem die Einheit gestorben ist. Verstehe ich nicht, aber okay. Bestimmt cool. Jetzt habe ich 0 Gold, das heißt, der Shop bringt mir leider nicht so viel. Dann würde ich sagen, machen wir einen normalen Kampf. Wie sieht denn das im Hintergrund aus? Wie so eine Fototapete, die einfach reingematscht wurde. Rechnet wahrscheinlich keiner damit, dass man die Kamera so hindreht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Filmset. ja, da haben wir den roten Minotaurus. Hallöchen, du kommst gleich mal nach vor. Gargoyle darf hinten seine Basis chillen. Stellt euch vielleicht sogar daher, wäre vielleicht besser, weil dann könnt ihr gleich einmal dem hier einheizen. Der schaut eher so aus, als wäre er leicht zu besiegen. Hätte er wenig Leben. Ich glaube, das machen wir. Okay, verursache 100 Schaden. Das rotzen wir auch gleich mal rein in den Untergoblin. Schild und dann... Umwandeln oder Macht. Schild und Umwandeln. Würde ich jetzt 75 Schild und das dann umwandeln in 75. Bringt mir nicht so viel, dann mache ich gleich 75 Macht. Und zusätzlich Schild. Let's go. Klatschen wir mal. Der Goblin, der kann sich teleportieren. Das ist natürlich... Wäre der Vorteil von dem Gwetzakortl gewesen, dass er sich ein bisschen mehr verteidigen kann da hinten dann. Okay, ist ein bisschen doof, denn ich kann ja nicht mehr nachjustieren, kann jetzt nicht sagen, hier, du Gargoyle, kommst bitte woanders hin. Genau. Aber ich kann natürlich als Unbeteiligter, als Master Chief oder wie man es da nennen möchte, einfach einen Zauber rausrotzen, der ihn dann
ja, zerstört, ja. Geht sich sogar aus. Sehr schön. Der geht down und wir machen einfach weiter. Verrecke, danke. Das ist super. Na genau, jetzt kann sich der Gargoyle wieder kümmern um den Rest. Oh, sogar zwei Gargoyles. Na, das ist doch mal was. Schauen und ah, genau, das war die Geschichte. Ja, 100 Damage klingt ein bisschen geiler als Schaden zu nehmen. Genau, machen wir nochmal 100 Schaden. 101 geht sich gerade nicht aus, dass der stirbt. Dann spielen wir das auf den hier. 3 Energie haben wir noch. Wir könnten noch einen Gegner zurückstoßen. Beispielsweise den Wolf. Hallo? Ja, dankeschön. Dann erhalten wir nochmal Macht und Schild. Und dann können wir den hier knallen und uns dann in Ruhe um den Wolf kümmern. Ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Down. Sehr nice. Gold und eine Karte. Entfernt alle Leidene. Alle Leidene, das ist doch mal was Nice. Was Nice. Stoße eine Einheit zurück oder halte 50 Macht und 60 Schild. Ui, das ist doch auch mal was. Machen wir vielleicht eher die Leidene. Okay, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Wir werden beim nächsten Mal rasten und dann uns den Boss hier anschauen. Mal schauen, wie uns das gelingen wird. Genau, schauen wir einfach mal, ob das gut klappt. An sich sind wir ganz gut dabei, glaube ich. Schauen wir mal, was wir da jetzt im Zelt noch erleben werden. Ob wir alle geheilt werden oder ob wir da noch irgendwie andere Optionen haben. Ich glaube, mit der Katze können wir dann noch irgendwie Einheiten hinzufügen. Das heißt, zweimal noch Einheiten hinzufügen. Geil. Und dann geht's an den Boss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.